Hallo und herzlich willkommen, liebe Zwillinge. Ich hoffe, es geht dir gut. Wir schauen heute wieder rein in die Energien für die Zwillinge, Sternzeichen, Aszendenten oder auch, wenn du deinen Mond im Zeichen Zwillinge stehen hast, kannst du hier vielleicht in Resonanz gehen und eine Botschaft für dich mitnehmen. Und zwar schauen wir uns heute den Neumond an. Den Neumond im Zeichen Skorpion, der am 1. November stattfindet. Wie wirkt sich dieser auf die Zwillinge aus? Das schauen wir uns an. Und schau dir auch gerne, wenn du möchtest, deinen Aszendenten an oder auch dein Mondzeichen, weil ich gerade auch wieder festgestellt habe, wie hilfreich das sein kann, sich den Mond oder auch den Aszendenten in Verbindung mit der Sternzeichenlegung anzuschauen, weil es einfach nochmal eine andere Perspektive geben kann auf deine Situation, insbesondere wenn dich auch deine Gefühlslage interessiert, zum Mondzeichen, wenn dir diese bekannt sind. Ansonsten schauen wir jetzt hier rein für die Zwillinge. Worum geht es? Was zeigt sich hier für die Zwillinge? Zum Neumond im Skorpion. Und Zusammenhang natürlich, es hängt ja hier energetisch auch gerade alles zusammen. Ja? Es geht hier um die Transformation, das Alte loslassen, verabschieden, die innere Erneuerung und auch Dinge in der Tiefe zu erkennen. So, das war jetzt ein bisschen zäh hier. Da kommt die Wassermann-Energie. Da geht es darum, dass du selbst bist, du echt bist. Authentizität, es geht auch um deine Unabhängigkeit und Freiheit. Vielleicht geht es darum, dich unabhängig zu machen oder deinem inneren Ruf nach Freiheit zu folgen, einfach du selbst zu sein, authentisch du zu sein. Ja, und dann haben wir hier auch noch die Löwenenergie. Und da geht es darum, auch wild zu werden. Ja, natürlich geht es um deinen Mut, aber auch um deine Leidenschaft, Entschlossenheit. Vielleicht möchtest du auch irgendetwas Neues hier starten und leidenschaftlich umsetzen, etwas Kreatives. Gerade mit Wassermann könnten wir ja auch irgendwelche Einfälle haben, neue Ideen, Impulse. Und ja, Leidenschaft und Kreativität. Es geht auch um dein Strahlen. Es geht auch darum, dass du in die Führung gehst mit dem Löwen. Ist ja der König der Tiere. Dass du dich zeigst, sichtbar bist, Dinge hier aktiv anpackst. Und Maßstäbe setzt. So, für die Zwillinge. Angst. So, da könnte es sein, dass du deiner Angst begegnest oder einer bestimmten Angst. Dann geht es darum, sich dieser Angst zu stellen. Wir schauen da mal kurz rein. Ja, es ist jetzt die Zeit, um mutig zu sein, dich mutig deinen Ängsten zu stellen. Das ist übrigens auch ein Aspekt der Löwe-Energie, gerade auch bei der Tarotkarte Kraft. Bei der Kraft, da geht's ja, da sieht man ja auch einen Löwen drauf und da geht es eben auch darum, seine eigenen Ängste auch zu zähmen. Sich seinen Ängsten zu stellen, mutig. Die Angst ist nur dann nützlich, wenn sie dir etwas beibringen kann, um dir etwas zu zeigen. Du darfst jetzt also dir deine Ängste anschauen. Sind das alte Ängste oder neue Ängste? Sind sie wirklich nützlich? Helfen sie dir oder sind sie unnützlich und blockieren dich? Angst blockiert Fluss. Also ein wichtiges Thema hier für dich. Dich deinen Ängsten stellen. Dann hätte ich gerne eine Göttin für die Zwillinge. Zum Neumond in Skorpion und Zusammenhang. Eine Göttin, die die Zwillinge hier begleitet in dieser Zeit. Und die wichtige Botschaften für dich bereithält. Die Schönheit kommt. Ja, worum geht es bei der Schönheit? Da geht es einmal um deine eigene Schönheit, die zu erkennen, die anzuerkennen, dich selbst zu schätzen, deinen eigenen Selbstwert. Und es geht vielleicht auch darum, das Schöne auch in anderen zu sehen, das Schöne um dich herum wahrzunehmen. Ja, und du bist am schönsten, wenn du ganz du selbst bist. Ja, da haben wir wieder dieses, ja, du zu sein, ja, deine Wahrheit zu leben.
Es gilt jetzt dir selbst, die nötige Unterstützung zu geben, indem du dich mit Schönheit umgibst und dich dafür entscheidest, ihre Kraft in jedem Bereich deines Lebens zu erkennen. Wenn du dich dazu entschließen kannst, wirst du überrascht sein, zu sehen, wie viel mehr Schönes sich dir auf einmal öffnet. Sieh die Wunder überall, wenn du auf sie triffst, auch dort, wo du sie am wenigsten erwarten würdest. Überall wartet Schönheit darauf, von dir entdeckt zu werden. Ja, also richte auch dich auch auf das Schöne aus in deinem Leben. So, es könnte also bei einigen hier auch ein Thema, wie gesagt, mit einem Mangel an Selbstwert geben. Vielleicht, ja, fühlst du hier gerade dich nicht so stark in deinem Selbstwert. Vielleicht, weil du sehr perfektionistisch bist. Oder geben andere dir das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein, indem sie dir ihre Unterstützung versagen. Was auch immer es ist, es scheint, dass du dich von einem Gefühl des Mangels hast einnehmen lassen. Deine Heilungsaufgabe besteht darin, zu deinem Selbstwert zurückzufinden und wieder ins Gleichgewicht zu kommen, indem du dich diesen Psychospielchen verweigerst, die dazu bestimmt sind, dich in deinem Wert zu untergraben. Es ist jetzt Zeit für eine positive Bestandsaufnahme. Du bist mehr als genug. Und die Welt hat dir mehr als genug an Schönem zu bieten. Also schüttle den alten Staub ab und fang neu an. Okay. Ja, auch der Löwe hier, diese Löwenenergie, ist eigentlich sehr selbstbewusst, ja, und weiß eben, dass sie schön ist. Also der Löwe weiß, dass er der King ist. Und da darfst du jetzt reinkommen, ja, in diesen Stolz auch, in diesen gesunden Stolz, ja, in dieses gesunde Selbstbewusstsein. Sei authentisch, sei du, sei frei, wild und unabhängig. Und lass Ängste los. Okay, für die Zwillinge, worum geht es hier zum Neumond in Skorpion am 1.11. Zusammenhang? Für die Zwillinge. Los geht's. Okay, jetzt muss ich erstmal hier die Karten hier richtig mir anschauen. Acht der Schwerter haben wir hier. Wir haben die Königin der Schwerter. Und wir haben den König der Schwerter. Königin und König der Schwerter. Ja, okay, also das zeigt erstmal hier zwei Personen. Zwei Personen, eine davon könntest du sein, eine kann ein Gegenüber sein. Ich denke schon, dass es hier einen Menschen gibt, definitiv, der hier beteiligt ist. Ja, weil wir haben König und Königin. Also entweder gibt es hier ein Gegenüber, das dich hier hemmt und einschränkt, wo du dich unfrei fühlst, ja, in irgendeiner Art von Verbindung, Beziehung, egal ob das jetzt Partner ist oder Freund, Bekannte, Familienmitglied, Arbeitskollege, was auch immer. Oder es gibt hier jemanden, der sehr kühl und distanziert ist, sehr abweisend und unnahbar. Oder aber es ist jemand, den du hier aufsuchst als professionellen Ratgeber. Kann sein, dass es hier einen Menschen gibt, den du jetzt hier um Rat bittest, der dir einfach einen klugen Rat geben soll in deiner Situation. Grundsätzlich auf jeden Fall sehen wir dich hier ab unabhängig. Ja, also die Königin der Schwerter steht ja eigentlich für eine sehr unabhängige Person, die Kraft ihres Verstandes sich auch aus Abhängigkeiten befreit hat, unabhängig ist, ja, freiheitsliebend, auch ein bisschen kühl, einfach sehr verstandesbetont, strategisch, hellwach, geistesklar. Aber es gibt hier eine Hemmung, es gibt hier irgendeine Einschränkung, die du spürst. Da fühlt man sich irgendwie, ja, gehemmt, blockiert. Das sind so Gedanken, die aus, ja, das sind angstbasierte Gedanken, da haben wir die Ängste auf jeden Fall. Also es gibt irgendwelche Gedanken, Vorstellungen, die dich in einer Situation gefangen halten, denn das ist ja auch das Gedankengefängnis, die Acht der Schwerter, wo du nicht rauskommst. Wo du das Gefühl hast, du sitzt fest, du kommst da nicht raus, aber du weißt auf jeden Fall, dass es nicht gut für dich ist. Man weiß, dass man dort nicht frei ist, dass es dort irgendeinen Anteil in dir gibt, der nicht gelebt werden kann, der nicht entwickelt werden kann, der einfach blockiert und gehemmt ist. So, jetzt kann es sein, dass du viel darüber nachdenkst und darüber viele Gedanken machst.
Es scheint dir nicht so wirklich bewusst zu sein, was für eine unabhängige Person du bist. Vielleicht ist dir das gar nicht so richtig bewusst. Bewusst ist dir die Einschränkung hier, diese Hemmung. Aber die Frage ist, warum man in dieser Situation eigentlich ausharrt. Ja, die Ängste natürlich. Es gibt irgendwelche Ängste, die dir vorspielen, dass du da nicht rauskommst. Ja, die dir eben sagen, dass du damit einfach leben musst, dass du hier mit Verzicht und Einschränkungen leben musst. Aber ist das wirklich so? So, hier kommt der Ritter der Münzen. Der Ritter der Münzen ist hier aber interessanterweise auch irgendwie hinter irgendwelchen Gittern hier in irgendeiner Art Gefängnis, wo es eigentlich nicht passt zum Ritter der Münzen. Ja. Zwei der Kelche. Da gibt es also tatsächlich steht hier eine Verbindung im Fokus, eine Beziehung zu jemandem und die Mäßigkeit. Also es gibt hier irgendeine Verbindung, die hier für dich gerade zentral sein könnte. Ja, egal, ob das jetzt Partnerschaft ist oder irgend sonst jemand in deinem Bekanntenkreis, Familie, im beruflichen Kontext, egal. Es gibt hier eine Verbindung, die sehr innig ist. Vielleicht gibt es ja auch eine Versöhnung oder man darf hier aufeinander zugehen. Also irgendein Mensch ist hier auf jeden Fall von größerer Bedeutung. So, und wir sehen auch hier, dass du sehr geduldig bist. Mit dem Ritter der Münzen ist man sehr abwartend, sehr geduldig, aber auch sehr beständig, sehr diszipliniert. Ist eine sehr langsame Energie. Da ist man auch sehr verlässlich und treu, loyal. Oder vielleicht versuchst du auch einfach langfristig hier gerade irgendetwas dir aufzubauen mit viel Geduld. Es ist aber auch eine starke Entschlossenheit. Also da kennt man schon seine Werte. Ja, bestimmte Werte sind dir hier schon sehr wichtig, aber es kann eben einfach auch sein, dass du hier sehr langsam vorankommst in irgendeiner Angelegenheit. Die Mitte, die Mäßigkeit zeigt ja auch, dass es darum geht, hier aktuell in der Mitte zu bleiben. Das könnte eine Herausforderung für dich sein. Hier sollte man nicht in Extreme jetzt verfallen. Hier geht es darum, die Balance zu halten. Hier geht es auch um Heilung und das gesunde Mittelmaß in einer Sache hier zu finden. Okay, wie geht's denn weiter? Ich habe es ja noch nicht ganz raus. Wir haben hier den Eremiten, der Rückzug. Ja, hier geht es darum, dass du in dich kehrst, also in dich gehst und hier etwas reflektierst. So, die Königin der Münzen, nochmal die Münzenergie. Dass du hier auch in deiner Ruhe, in deiner Kraft kommst. Es geht hier möglicherweise auch ums Grenzen setzen. Und dann nochmal das Thema Selbstwert. Ist es ein Thema der Königin der Münzen? Selbstwertthema. Dass du hier wirklich dass du dich sicher fühlst, dass du Grenzen setzt und auch deinen Selbstwert kennst, aber dich auch zurückziehst. Es geht darum, dass du dich hier auch aus einer Situation zurückziehst oder du wirst dich hier zurückziehen, um zu reflektieren, um dir etwas genau anzuschauen, auch zu prüfen, was du jetzt brauchst, was wichtig für dich ist, was dir gut tut und was nicht und was eben auch deine Wahrheit ist. Ja, und eben vor allem auch zu schauen, was macht dich unfrei, was hemmt dich hier so, ja, welche Ängste blockieren dich? Wie kannst du hier vielleicht auch ein neues Gleichgewicht finden, eine neue Mitte in dir, die Welt, ja, und ankommen? Also das ist eine sehr, sehr schöne Energie. Die Welt ist eine Abschlusskarte, das ist die große Abschlusskarte der großen Arkana. Hier geht es darum, dass du jetzt irgendwie ein großes Ziel erreichst, eine Phase zum Abschluss bringst, vielleicht aber auch einfach etwas erkennst, ja, die großen Zusammenhänge einer Sache jetzt hier erkennst. Es geht ja auch um Reife. Dass man reif wird und ankommt. Es geht darum, seinen Platz in der Welt zu finden. Das ist die Erfüllung einer großen Aufgabe. Ja, wie gesagt, Abschluss einer Phase, Erfüllung, Ende. Ja, und das hat hier irgendwie, denke ich, mit deiner Stabilität und deinem Selbstwert zu tun. Vielleicht auch mit materieller Fülle, die du dir erschaffen möchtest oder wirst. Es könnte auch ein Happy End sein, eine Fülle. Eine Vollendung sein, die sich hier einstellt in Bezug auf eine Verbindung, eine Beziehung. Also entweder findet ihr eine Verbindung, einen Abschluss oder einen Höhepunkt oder eine Vollendung. Oder du erkennst eben auch einfach eine bestimmte Dynamik oder eine Beziehung hier, was euch hier verbindet oder welche
Herausforderung es hier auch möglicherweise gibt in dieser bestimmten Verbindung. Also es ist das große Erkennen, das große Ankommen. Das große Ankommen. Aber es ist, wie gesagt, auch, wir sehen eben auch den Rückzug. Ich habe schon das Gefühl, dass man hier einfach auch im Rückzug tiefe Erkenntnisse bekommt und dadurch auch erkennt, wer man eigentlich ist, ja, und wo man hin möchte und wo man hingehört. Und dass man auch durch Rückzug ja eine Phase zum Abschluss bringt, indem du in dich gehst, also dich wirklich hier auch aus äußeren Geschehen hier zurückziehst und in dir deine Mitte findest. Also was ich hier eben sehe mit Königin und König der Schwerter, sind zwei Personen, ja, eine du, einer ein Gegenüber, und da könnte es irgendwie eine Kälte geben oder ja so ein was Unnahbares, ja, oder verhärtete Fronten, oder also das, die schauen erstmal beide hier weg in verschiedene Richtungen, ne, und grundsätzlich stehen ja auch die König und Königin der Schwerter für kühle, distanzierte Personen, die sehr unabhängig sind, sehr freiheitsliebend, sehr stark im Verstand und wenig emotional, sag ich mal. So, und da kann es sein, dass es irgendetwas gibt, was da ja zwischen dir und diesem Menschen hier steht. Entweder hat sich hier jemand distanziert oder jemand ist einfach, wie gesagt, sehr kühl und abweisend. Und du fühlst dich hier gehemmt und blockiert. Oder wie gesagt, du suchst Rat. Ja, eins von beiden, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall fühlst du dich hier sehr unfrei. Sehr unfrei. Das sind Ängste. Ängste, und ich glaube auch, es ist so ein bisschen dein Sicherheitsbedürfnis oder auch deine Verlässlichkeit, deine Beständigkeit, mit der du hier auch dran bleibst, ja, obwohl du dich hier nicht wohlfühlst, obwohl du weißt, es geht dir hier nicht gut und du fühlst dich sehr eingeschränkt, trotzdem ist man hier eben sehr verlässlich. Aber du wirst dich jetzt hier daraus zurückziehen. Du wirst in den Rückzug gehen und hier wirklich dir etwas, ja, die Dinge überdenken, ja, und dich hier neu ausrichten und in dir hier wirklich Antworten finden. Und auch ein Ziel erreichen, eine Phase abschließen. So, unterliegende Energie, was haben wir hier? Die Sieben der Schwerter. Die Sieben der Schwerter, die kommt direkt vor dem Acht der Schwerter. Also es passt ja auch zusammen, es gehört ja auch alles thematisch zusammen. Und die Fünf der Schwerter. Und die, was ist das? Zehn der Stäbe. Ich kann es halt hier schwer lesen, es ist eine ganz kleine Schrift. Zehn der Stäbe, ja, also wir sehen hier auf jeden Fall Belastungen. Große Belastungen. Also dich bedrückt hier etwas, dich belastet hier etwas. Du kommst hier irgendwie an deine Grenzen mit einem Thema und das hat auch mit einem Konflikt zu tun. Fünf der Schwerter und sieben der Schwerter, das sind so die Konfliktkarten. Es gibt hier Kälte. Definitiv gibt es hier irgendeine Kälte, eine harte Energie, vielleicht sogar Boshaftigkeit, heimtückische, gemeine, betrügerische Strategien. Hier haben wir auch Hinterhältigkeit so ein bisschen, sieben der Schwerter. Also hier ist auch jemand nicht ganz ehrlich. Da gibt es irgendeinen Konflikt. Vielleicht fühlst du dich verraten von jemandem. Oder es gibt hier einfach einen verlorenen Kampf, fühlst dich niedergeschlagen und das belastet dich. Also wir haben hier wirklich auch mit dieser Energie Belastungen und Überforderungen angezeigt. Also dass man hier auch wirklich an seine Grenzen kommt. Ja. Okay, also das zeigt, es gibt ja jetzt nochmal einen ganz anderen Blick auf die Situation hier. Auf diese Verbindung. Es kann natürlich sein, dass das hier ein Konflikt ist, der mit jemandem hier stattfindet, aber dass es hier noch eine andere Person gibt, mit der du dich hier sehr verbunden fühlst. Also es könnte auch eine andere, das können hier verschiedene Personen sein, ja. Also das kann hier eine Person sein, mit der du hier Konflikte hast. Und hier kann das aber jemand sein, mit dem du dich sehr eng verbunden fühlst. Wo es vielleicht auch darum geht, dass man sich hier zusammenfindet oder dass man sich hier versöhnt oder dass man hier ja, aufeinander zugeht oder zusammen hier vielleicht auch durch etwas durchgeht. Ja, und dadurch, dass du hier auch deine Mitte findest, hier durch eine andere Person eben. Auf jeden Fall gibt es hier größere Konflikte und Belastungen und wir haben eben auch mit den Sieben der Schwertern das Thema Täuschung. Hier kann es eben sein, dass dir jemand was vormacht, dass jemand im Außen unehrlich ist, nicht aufrichtig ist und dir was vormacht. Aber es kann eben auch, und das ist meistens der Fall, sein, dass du dir selbst was vormachst. Dass du dich selbst getäuscht hast, dass du nicht ganz ehrlich bist zu dir oder auch zu jemandem, ne, aufgrund von Ängsten.
Das ist hier eben das Wahrscheinlichste. Vielleicht wolltest du dir eine Niederlage nicht eingestehen. Vielleicht wolltest du dir nicht eingestehen, dass ein Kampf verloren ist. Oder so etwas in der Art. Heimtückische, gemeine, ja, es kann auch Demütigung und alles, was so mit Härte, Kälte, Hass, Gemeinheiten, betrügerischen Verhaltensweisen hier. Also da ist irgendwas Unschönes vorgefallen. Und nun, ja, und jemand macht sich auch aus dem Staub. Ne? Und die Frage ist, ob du der Sache jetzt wirklich ja auch ins Auge schaust und die Situation siehst, wie sie wirklich ist. Ja, oder ob du dir eben selbst was vormachst. Das ist jetzt hier die Frage, die dann noch offen ist, wo du mal schauen kannst. So, liebe Zwillinge, jetzt schauen wir mal weiter hier in die Orakelkarten. Auf jeden Fall wirst du hier eine Phase abschließen und du wirst ein großes Happy End haben. Du wirst deinen Platz finden und das ist was sehr Schönes. Ich glaube, es geht hier wirklich darum, dass du dir hier die Wahrheit einer Situation eingestehst und in dich gehst, der Rückzug. Ich glaube, das ist es, was dich hier wieder in deine Mitte, in deinen Selbstwert bringen wird. Was ist jetzt wichtig für die Zwillinge zum Neumond in Skorpion? Die Wölfin. Entfessle die innere Wildnis. Ist ja spannend, ja. Wir haben ja hier den Löwen, da geht es darum, wild zu sein. Jetzt kommt die Wölfin und sagt, sei wild, sei echt, sei unabhängig, authentisch, lebe deine Wahrheit, Freiheit, deine innere Wildnis. Ja, also das ist auch so, was ist deine innere Wahrheit? Ne? Vielleicht hat man auch seine wilde Seite oder seine Wahrheit, die so ein bisschen unterdrückt. Oder hat sich hier fesseln lassen von Ängsten oder bestimmten Vorstellungen. Ich werde mal hier in die Wölfin reinschauen. Für hier noch weitere Informationen bekommen. Zeig deine wilde Seite und lass sie raus. Entfessle deine Talente und Sehnsüchte. So. Du wirst in dieser Zeit wieder ausgebildet, dazu angeleitet, dich mit deinem rebellischen Herzen zu verbinden, dem Teil in dir, der gern Regeln bricht und sie vollkommen hinter sich lässt. Wenn du dich bislang in deinen Hoffnungen oder Träumen zurückgehalten hast, dann wirst du jetzt dazu ermutigt, ihnen nachzujagen. Lass dir von der inneren Wolfsenergie dabei helfen, die Richtung aufzuspüren, in die du gehen willst, und lass dir auf deinem Weg zu Freiheit und Wachstum weder Fallen noch Jäger in die Quere kommen. Das Leben, das du dir wünschst, ist hier. Freiheit und Wachstum. Das Leben, das du dir wünschst, ist hier. Also es geht hier wirklich darum, deinen Wünschen zu folgen, hier, ja, deinen Impulsen, deiner Wahrheit, deine wilde Seite hier zu leben. Geburtsmysterien, was darfst du erschaffen? Ja, hier möchte was Neues entstehen, ne? Hier möchte was Neues auf die Welt gebracht werden. Die heilige Quelle auftanken, Selbstliebe aus der Fülle herausgeben. Also, das ist nochmal das Thema Selbstwert, ja, und Selbstliebe. Was kannst du tun, um jetzt wieder aufzutanken und dich mit dir zu verbinden, dich zu nähren? Wie kannst du dir Liebe und Fürsorge zukommen lassen? Ja, also auf jeden Fall, indem du hier aus einer Situation herausgehst, auch in Rückzug. Grenzen setzt, wie gesagt, das ist auch hier diese auf dein Wohl achten, dein leibliches Wohl achten, deine Grundbedürfnisse, körperlichen Bedürfnisse, ja, auftanken. Das ist auch so ein bisschen Selbstfürsorge, aber eben auch ja dieses Grenzen setzen. So, für die Zwillinge, was ist wichtig für die Zwillinge jetzt? Okay, also jetzt haben sich hier zwei umgedreht. Wir haben, ah ja, den Drachentrainer. Da geht es ja, glaube ich, um deine Potenziale, dass du deine Fähigkeiten und Potenziale hier stärkst und schaust, wie kannst du hier bestimmte Fähigkeiten vielleicht noch fördern oder verbessern oder entwickeln, Potenziale in dir.
Aber was hier als erstes kam, ist der Ruin des Seglers. So, und da muss ich mal reinschauen. Das ist irgendwas Dramatisches. Ah, die Versuchung. Ja, genau. Das ist die Versuchung. Du bist hier irgendwie, wirst du in Versuchung geführt. Ja, oder also du bist entweder dabei, hier gerade dich verführen zu lassen, oder wurdest irgendwie in Verführung geführt. Manche Menschen, manche Dinge sind nicht gut für uns und wir wissen das. Und trotzdem fühlen wir uns dazu hingezogen. Ja. Die meisten Wünsche und ja, Bedürfnisse, Sehnsüchte. Okay, wenn sie mit Maß genossen werden, also im Mittelmaß, da haben wir wieder das Thema hier mit der Mäßigkeit, dann können sie dir gut tun. Also es geht auch hier wieder darum, das Maß zu halten, ja, die richtige Mitte zu finden, um ja, von allen Bedürfnissen oder Verlangen, die du so hast, also diese zu genießen, aber eben nicht im Übermaß. Also was führt dich hier in Versuchung? Und was könnte das hier für Konsequenzen haben? Oder was könnte dich das am Ende kosten, wenn du dem nachgehst? Also, okay. Ja, ist eigentlich auch so ein bisschen diese Teufelenergie, ne? Dieses verführerische Verführungen können natürlich auch Dinge sein wie Lebensmittel oder Alkohol oder irgendwelche ja, sonstigen Dinge, zu viel Geld ausgeben oder eine schlechte Partnerwahl oder sich zu Menschen hingezogen fühlen, wo man weiß, sie tun einem nicht gut. Da hätten wir dann auch die Thematik der Abhängigkeit wieder. Ja, ansonsten versuche die Mitte zu halten. So, dann schaue ich mir mal eine Samhain-Botschaft hier an für die Zwillinge. Worum geht es? Was ist wichtig? Was ist wichtig für die Zwillinge? Oh, ja. Also die kam. Der Winterbeginn. Es erklingt wie ein Wiegenlied tief in deinem Mark. Ach, die Zeit ist gekommen, mit bebender Brust der Ankunft des Winters zu harren. Ja, das ist auch eben dieser Rückzug. Ja, dieses sich jetzt zurückziehen. Und was noch? Ich schau mal rein, worum es dann noch geht. Der Winter beginnt, also noch nicht, aber bald. Ja, es geht darum, dass du dich besinnst, dass du in die Ruhe kommst und auch in dir Ruhe findest. Und auch wenn die Außenwelt kalt und distanziert erscheint. Und das ist ja das, was ich hier sehe. Dass die Außenwelt kalt und distanziert erscheint. Ja, dann geht es darum, dass du in dir die Wärme und die Ruhe und die Besonnenheit findest. Es ist nicht einfach, deine Seele zu nähren, wenn deine Umgebung dir wenig Nahrung bietet. Mitten im Winter kann das Leben schön sein, ruhig, friedlich, doch auch bitter kalt, erbarmungslos und unbeständig. Wenn die Winterstürme über uns hinwegfegen, suche Schutz, um dich auszuruhen, Kraft zu tanken und nachzudenken. Ja, hier. Ausruhen, Kraft tanken. Das steht auch hier auf Tanken. Unsere Seele braucht die Energie des Winters, um zu entschleunigen und unsere Kräfte für später zu sammeln. Ja, und uns auf die Zukunft vorzubereiten. Nimm dir Zeit, über deine Entscheidungen und ihre Folgen zu reflektieren. Ja, also das ist wirklich der Eremit hier. Erfreue dich an deinen Triumphen und lerne aus deinen Fehlern, ohne dich zu verurteilen. Wenn die kalten Winterwinde in dein Leben blasen, in deine Legung blasen, ist die Zeit zur Selbstreflexion gekommen. Die Unfähigkeit, aus Fehlern zu lernen, führt häufig zu einer Wiederholung dieser Fehler. Es ist an der Zeit, deine vergangenen Entscheidungen zu überdenken, ohne die Meinung anderer einzuholen. Was hat dein Herz beglückt?
Was hat dich innerlich taub gemacht? Was hält dich zurück und welche Ressourcen könntest du besser nutzen? Ja, genau. Was hält dich zurück? Na, welche Ängste und welche Ressourcen hier? Das hatten wir hier mit dem Drachentrainer. Kannst du stärker nutzen? Welche Fähigkeiten, welche Potenziale? Ja, was könntest du hier besser für dich nutzen? Genau. Versuche durch solche Fragen besser zu verstehen, was dich wirklich glücklich macht. Aber jetzt ruhe dich aus. Die Welt wird auf dich warten. Gib deinem Geist, deinem Körper und deiner Seele Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen. Ja, das hat nichts mit Faulheit zu tun, sondern damit, dich selbst zu stärken. Wenn du wieder ausgeruht bist, wirst du mehr Kraft und Energie haben, um die Dinge zu tun, die du liebst. Vielleicht fühlst du dich aber auch erschöpft, weil du deine Energie in die falschen Dinge gesteckt hast oder Angst vor deiner eigenen Macht hast. Stelle dich deinen Ängsten nochmal. Die Ängste haben wir jetzt das ein weiteres Mal. Und beginne damit, Pläne in die Tat umzusetzen, um deine Wünsche zu manifestieren und dich deinem Ziel näher zu bringen. Okay. Sehr spannend hier. So, und jetzt zum Abschluss hätte ich gerne noch einen Impuls aus dem Halloween-Orakel für die Zwillinge. Das sind ein bisschen zu viele. Worum geht's? Was ist wichtig für die Zwillinge? Hätte ich gerne hier einen Impuls. Okay, jetzt hatten wir drei, dann hatten wir keine. Der Tod. Der ewige Zyklus beginnt hier. Ja, die hatte ich auch noch nicht, die Karte hier. Ja, das ist das Thema von Tod, Ende, Loslassen, Abschließen, Vollendung, Transformation. So, und da geht es natürlich um die Zyklen des Lebens, ja. Und das gerade jetzt, ne, das Samhain-Fest ist ja auch gerade das Fest, das dieses Ende, diesen Tod feiert, also diesen Abschluss des Jahres, des keltischen Jahres. Und jetzt wird die dunkle Zeit eingeleitet. Und deswegen geht es jetzt darum zu reflektieren, was wir transformieren und loslassen wollen. So, es geht jetzt darum, dass irgendetwas hier sein Ende gefunden hat, dass irgendetwas zu Ende geht, dass etwas jetzt auch wegfallen könnte, damit du wieder neu anfangen kannst danach. Ja, eine Reinigung. Also es geht ja auch um einen Neubeginn. Ja, hier entsteht was Neues. Was darfst du erschaffen? Geburts haben wir ja, Geburtsmysterium haben wir ja hier auch. Ne, also der Tod steht immer für das Ende von etwas, das du jetzt loslassen darfst, damit etwas Neues beginnen kann. Ja. Also natürlich nicht der reale Tod, sondern der Tod im übertragenen Sinne. Genau, das ist hier die Botschaft für dich. Also was soll hier enden? Was möchtest du loslassen? Was möchtest du jetzt hier nicht mehr fortführen? Das ist etwas, was du jetzt hier auch reflektieren wirst. Es kann natürlich auch sein, dass im Außen hier irgendetwas endet, etwas sein Ende findet. Aber es kann auch sein, dass du hier aktiv etwas beendest. Es ist der natürliche Zyklus, der natürliche Zeitpunkt hier, dass etwas jetzt sein Ende findet und dass du jetzt dann auch loslassen darfst. Ja. Wahrscheinlich auch die Ängste. Ja, und die eigenen negativen Gedanken, die du hier hast, die dich hier vielleicht auch einschränken und in eine Art Gedankengefängnis halten. Ich denke, was du hier loslassen darfst, das kannst du für dich, musst du für dich selbst reflektieren, aber einige Hinweise hast du hier sicherlich bekommen. Und dann hoffe ich, dass du hier etwas für dich mitnehmen konntest. Wenn ja, dann würde ich mich sehr freuen über einen Daumen nach oben, einen Kommentar. Oder gerne auch ein Abo von dir. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.